Tried making the jelly boba hack. Wir machen aus Haribos Jellies, aber ich mache sie jetzt hier in so eine Form rein, damit wir das dann aufschneiden können und das richtig trinken können, weil das andere war geil, hat funktioniert, aber es war sehr unpraktisch. Spoiler Alert, es funktioniert. Da hat sich einfach knallhart, das klebt sogar noch zusammen, so ein anderes Teil reingeschmuggelt. Es klebt einfach zusammen. Ehrlich zu euch, ich habe wirklich gar keinen Turn, die irgendwie diesmal zu platzieren. Deswegen nehmen wir einfach verschiedene Sorten. So, here we go. Wir machen jetzt heißes Wasser rein. Und diesmal stellen wir das ins Gefrierfach, damit wir nicht so lange warten müssen. Und damit es kein Part 2 gibt. Das hat sich jetzt aufgelöst und wir stecken es ins Gefrierfach, damit es nicht so lange dauert. Und wenn das funktioniert, kann sich jeder theoretisch so Jelly Bubble Tea zu Hause machen. Okay, ein paar Stunden sind um und es ist fest. Es war auch in der Gefriertruhe, es ist, glaube ich, ein bisschen sogar an den Seiten eingefroren, aber es hat nicht so lange gedauert wie beim anderen. Ich würde sagen, wir schneiden es jetzt einfach so ein, so würfelmäßig, und dann schauen wir, ob wir ein Getränk dazu machen können. Das sieht anders satisfying aus. Ist eingeschnitten und jetzt versuchen wir das. Ja, ich glaube, ist gar nicht so schlecht geworden. Geht halt eigentlich Maß. Dazu noch schnell ein Getränk. Okay, ich habe hier ein Glas mit Eiswürfeln und da machen wir jetzt unsere Jellies rein. Und wir trinken das jetzt mit Kokosnusswasser, damit man auch den Kontrast überhaupt sieht. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin gespannt. Eat like Mars. Es sieht wie ein Bubble Tea Getränk aus.